Elektrofahrzeuge erfreuen sich großer Beliebtheit und in Deutschland ist der Elektrofahrzeugbestand 2020 auf 5% angewachsen. Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride, die eine gewisse Strecke voll elektrisch ohne Zuschalten des Verbrennungsmotors zurücklegen können. Umso mehr verwundert es, dass in einigen Medien immer mehr die Meldungen aufkommen, elektrische Fahrzeuge würden hier und dort brennen. Grundsätzlich gilt für Elektrofahrzeuge die gleiche Zulassungsnorm wie für alle anderen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, mit Gasantrieb etc. Elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge müssen zudem auch sicherstellen, dass von den elektrischen Leitungen und Bauteilen keinerlei Gefahren für Mensch und Leben ausgehen. Vor 2 Tagen berichtete dann die Feuerwehr Wiesbaden, sie sei zu einem Elektrofahrzeugbrand gerufen worden, konkret zu einem Plug-in-Hybrid. In der Meldung der Feuerwehr Wiesbaden in den sozialen Medien hieß es: Nagelneues Hybridfahrzeug brennt. Heute wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein Plug-in-Hybridfahrzeug handelt. Der Besitzer bemerkte beim Laden des Fahrzeugs Rauch und Knistern unter dem Fahrzeug. Sofort zog er den Ladestecker des Wagens und alarmierte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen schlugen bereits Flammen unter dem Fahrzeug hervor. Unter einem massiven Lösch- und Kühlangriff konnte der Brand gelöscht werden. Damit die Batterie des Fahrzeugs sich nicht erneut entzündet, wird das Fahrzeug mindestens 24 Stunden weiter mit Wasser gekühlt. Dies ist der erste reale Brandeinsatz eines Elektro- bzw. Hybridfahrzeugs für die Feuerwehr Wiesbaden. Unsere Spezialisten für Elektrofahrzeuge sind seit mehreren Jahren auf solche Fälle vorbereitet. Der Einsatz heute verlief sehr gut, so Florian Erbacher, Direktionsdienst Wiesbaden. Besonders ärgerlich für den Besitzer: Das Fahrzeug ist keine 24 Stunden alt. Erst gestern wurde das Neufahrzeug beim Händler abgeholt. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Natürlich wird die Brandursache noch ermittelt und grundsätzliche Aussagen zu brennenden Elektrofahrzeugen sind hier sicherlich fehl am Platz. Allerdings lässt die Meldung den Schluss zu, dadurch, dass es sich um einen Ford Kuga Plug-in-Hybrid handelt, dass es sich bei dem brennenden Fahrzeug ebenfalls um ein Fahrzeug mit einem Konstruktionsfehler handelt, über den erst kürzlich Automotorsport berichtete. Konkret heißt es in dem Bericht: Das Problem, die Hochvoltbatterie oder Bauteile für die Laderegelung des Kuga PHEV müssen bei einem technischen Problem heiße Gase abführen, um Druck und Wärme abzubauen. Dieses nach Ford-Angaben seltene Ereignis kann andere Bauteile in Mitleidenschaft ziehen und einen Fahrzeugbrand auslösen. Dieses Ereignis kann auch auftreten, während das Fahrzeug an ein Ladegerät angeschlossen ist und unbeaufsichtigt geladen wird, sofort. Abschließend heißt es in dem Bericht: Mehr als 4.600 Kuga-Besitzer können ihren Plug-in-Hybrid nicht mehr laden, weil Brandgefahr besteht. Um das Problem zu lösen, muss das Modell zurückgerufen werden. Sowas kann den besten Autobauern passieren. Ärgerlich ist aber, dass das Bauteil erst in 2 Wochen zur Verfügung steht und man auch noch selbst einen Termin ausmachen muss. So viel erstmal zu dem Ford Kuga und nun zurück zu dem Bericht der Feuerwehr Wiesbaden. Das war leider ein Ford Kuga, der 24 Stunden zuvor beim Händler entgegengenommen wurde, ein Neuwagen. Und so wie es zum jetzigen Zeitpunkt ausschaut, ist es einer der betroffenen Ford Kuga, der dort ausgeliefert wurde. Und man hat es versäumt, den Nutzer davon in Kenntnis zu setzen, dass er dieses Fahrzeug nicht aufladen soll, da hier ein Konstruktionsfehler vorliegt. Grundsätzlich fahren sehr viele Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mittlerweile in Deutschland umher. Der Anteil an elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen liegt 2020 bei 5% und diese Meldungen von brennenden Elektrofahrzeugen beim Laden sind natürlich medial sehr groß, aber sie sind eine Ausnahmeerscheinung. Man sollte dazu immer berücksichtigen, dass die meisten Elektrofahrzeuge natürlich keine solche Konstruktionsfehler haben und problemlos laden können und problemlos durch unser Land fahren können. Hier im speziellen Fall des Ford Kuga Plug-in-Hybrid
liegt ein Konstruktionsfehler vor, der leider bei jedem Hersteller mal vorkommen kann. So zumindest auch bei BMW, die erst kürzlich viele Verbrennermodelle zurückriefen wegen Brandgefahr. Das ist ärgerlich, das ist sicherlich der fehlenden Erfahrung mit diesen Modellen geschuldet. Vielleicht muss da auch Ford nochmal seine Hausaufgaben machen, aber es ist sicherlich kein grundlegendes Problem der Elektromobilität und daher sollte man auch immer mit Vorsicht solche Nachrichten genießen und sollte immer genau hinschauen, um welches Modell handelt es sich und was steckt eventuell dahinter. Wie kam es zu dem Brand, da es sich hier teilweise in der Vergangenheit um Selbstumbauten handelte oder um starke Unfälle mit hohen Aufprallgeschwindigkeiten, bei denen auch viele andere Fahrzeuge in Brand geraten würden, oder wie in diesem Fall um einen Konstruktionsfehler seitens des Herstellers.